Jede Spezies hat eine maximale Lebensspanne. Der Grönlandwal wird über 200 Jahre alt. Ebenso große Landschildkröten. Eine Maus schafft gerade mal 4 Jahre. Der Mensch kann 120 werden. Unsere Lebenserwartung hat sich ja dramatisch verlängert. Wir gehören schon zu den langlebigsten Organismen auf der Erde mit maximaler Lebenserwartung von etwa 120 Jahren. Vor 3500 Jahren stand bereits in der Bibel, also in der ganz normalen Bibel, die die meisten Christen in Deutschland irgendwo zu Hause rumstehen haben, nach der Gute-Nachricht-Bibel zum Beispiel, der Herr aber sagte, ich lasse meinen Lebensgeist nicht für unbegrenzte Zeit im Menschen wohnen, denn der Mensch ist schwach und anfällig für das Böse. Ich begrenze seine Lebenszeit auf 120 Jahre. Woher wusste der Schreiber vor 3500 Jahren das exakte maximale Lebensalter, das die Wissenschaft erst in neuerer Zeit entdeckt hat? Mein Fazit: aus vielen, vielen Indizien wie diesem schließe ich, dass die Bibel das Wort Gottes ist, von ihm persönlich in Auftrag gegeben, und zwar auch für dich und mich.